so ein bisschen nachfilmen, so Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für Tamagotchi. Und ihr habt mich ein Outtake-Video gewünscht, das habe ich immer wieder in den Kommentaren gelesen. Ich sag es nochmal von vorne. Und jetzt ist es soweit, dann bekommen wir das über, was ihr wollt. Bitte schön. Gut. Oh, es läuft schon. Achtung. Ich bin reingekommen, sorry. Also, los geht's in 3, 2, 1. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Vlog. Seid bereit, YouTube. Und Tamara hat viel mehr als ein Smiley gerne. Sie sagt, kannst du nicht einfach vor den Punkt kommen? Ich habe mich ja schon mal mitgenommen mit auf Langenthal in meine Heimatstadt. Und es hat auch ein paar Szenen gegeben, die es nicht ganz im Vlog geschafft haben. Und ich habe gefunden, weißt du was, die packe ich jetzt in diesen Vlog rein. Have a look! Also, nächster Tag, he? Das ist Schulareal. Wo ich früher in die Schule gegangen bin, also Primarschule. Wo ich vor x Jahren mal in die Schule gegangen bin, hat es da definitiv keine tamilische Lehrerin gehabt. Und ich habe wirklich mal das Ziel gehabt, dass ich die erste braune Lehrerin in diesem Schulhaus haben wollte. Das bin ich leider nicht geworden. Aber ich bin die erste tamilische Moderatorin in der Schweiz geworden. Jetzt gehen wir jetzt mal hier rein. Herr Bisek hat schon damals Unterricht gehabt. Mit Herrn Lanz gibt es immer noch. Schau mal. Herr Bösiger, das ist mein Nachbar jetzt. Es schmeckt noch wie früher. Wie verrecken. Wow. Ich bin das erste Mal wieder da. Das Lehrerzimmer. Da musste ich nie hergehen. Ich war als Kind mega brav. Ich habe nie ein Eich gebaut. Kommen wir wieder raus. Wir sind wieder eine Schüsse. Wir waren in der Drittklässler-Gang, sind wir da draussen, da hier vorne. Dann haben wir das Gummi-Twist aufgestellt gehabt, dass die grossen Kinder von der 9. keine Chance haben. Warte, jetzt drücke ich hier mal auf Stopp. Blablabla. Gut. Im nächsten Teil zeige ich euch eine Person, ohne die würde es Tamagotchi nicht geben. Sie ist immer mit dabei, das ist meine Produzentin, das ist Miley. Und sie ist eigentlich nicht gern vor der Kamera. Jetzt musst du mal in der nächsten Szene schauen, wie oft du sie siehst. Schau, meine Produzentin ist fast ausgerutscht, das ist Miley. Ich bin schwarz. Also, der Bus hat ja eine spezielle... Lass es einfach laufen. Schönen Abend! Ade! Schau mal, wer der schleicht! Wer der schleicht! Das ist meine Produzentin, die nie ins Bild wird. Wieder ein Traktor! Jedes Mal! Jedes Mal! Vom Alter, von der Religion, egal, wir hier. Perfekt. Das ist der Bären. Das ist ein bisschen der schicke Mickey-Laden. Und da gibt es höchstens mal einen Blick rein. Danke. Und so? Mhm, genau. Dann hast du den Record-Button. Was mache ich jetzt? Ein Abmodi? Mhm. Okay. Ah, du bist schon am Aufnehmen? Ja. Was soll ich sagen? Warte, ich kann es laufen, dann mache ich noch eine Schiene. Gut. Hey, merci vielmals, hast du bis zum Schluss das Video dir reingezogen. Das ist sehr cool von dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch ein Like. Und wenn es dir mega gigantisch, matico, superlative noch hoch 3 gefallen hat, dann musst du es abonnieren. Denkt daran, denken, im Kommentarfeld könnt ihr mir sagen, was ich machen soll. Weil ihr seht, wenn ihr sagt, Tama, mach ein Outtake-Video, dann mache ich das. Und wenn ihr noch eine andere Idee habt, dann mache ich das auch. Schreib es rein und tu mir challengen. Schreib. Okay, bye. Und in diesem Vlog hat es noch eigentlich Platz gehabt für mehr... Nein, bla bla, nochmal von vorne. Ich rede jetzt einfach mal von vorne.